Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Heute mit dem dritten Panzer für die Tank Rewards im September. Das ist der Stritzwagen M4257. Auch ein Premium-Fahrzeug, was man tatsächlich nicht so oft auf dem Schlachtfeld sieht, weil er, ich glaube, gefühlt auch wenig im Verkauf ist. Und ja, auch wie die anderen beiden, er ist jetzt, sag ich mal, von seiner grundsätzlichen Leistungsfähigkeit nichts, was man sich unbedingt in die Garage stellen muss. Also kein 85M zum Beispiel, den man vielleicht für Bollwerk gebrauchen kann. Trotzdem ist das tatsächlich hier meiner Meinung nach, auch mit der grundweißen Sechser, ist der interessanteste von den dreien, weil er, wie auch schon beim T14, was Besonderes hat. Er hat kein angepasstes Matchmaking, aber er hat einen Autoloader mit 4 Granaten im Clip auf Tier 6. Und das ist tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich. Die Runde hier insgesamt ist eine ziemliche Sniper-Runde. Wir machen hier einiges an Damage. Am Ende dann wären wir etwas zu gierig. Aber ich will hier nichts vorwegnehmen. Schauen wir uns den Panzer einfach mal an. Wie gesagt, 6er Panzer, 7,5 cm Kanone, 148 Pen auf der AP. Das ist die Standardmunition. Premium APCR mit 190. Damit steht er ziemlich, ziemlich gut da, was die Durchschlagswerte angeht. Der Alpha von 150 ist in meiner Meinung nach für Tier 6 auch in Ordnung. Und die Kanone mit 0,35 Genauigkeit und 2,3 Sekunden Einzielzeit ist von den Werten her auch erstmal in Ordnung. Hier muss man aber ein kleines Aber ransetzen. Sie hat relativ bescheidene Softstats, vielleicht nicht so unbedingt wie ein Cromwell, der aus der vollen Fahrt einfach gar nichts trifft. Aber man merkt es dem Panzer an, dass das Gunhandling ein bisschen behäbig ist. Und das, was wir hier machen, ja, dieses Rumgesniper, das funktioniert oft nicht, weil die Kanone ja, nicht die Ruhe hat, voll einzuzielen. Und deswegen, also man spielt den eher auf mittlere bis kurze Distanz. Muss natürlich auf der anderen Seite aufpassen, weil er auch panzerungstechnisch nicht viel entgegenzusetzen hat. Also in der Front, ja, mag es halbwegs, was heißt halbwegs noch gehen. Also auch da wird es schon kritisch, ne? Also ein KV-2 ist auch in der Front für euch extrem gefährlich. Und über die Seitenpanzerung von gerade mal 30 oder 20 mm am Turm brauchen wir hier gar nicht reden. In der Front sind es vielleicht mal 60, 70, 55, 38 am Turm, so effektive Werte. Also ihr seht schon, der kann nicht viel, eigentlich gar nichts bouncen. Wie gesagt, 4 Granaten im Clip hat er. Er braucht für den gesamten Clip 16 Sekunden zum Nachladen. Zwischen den Granaten sind es 2 Sekunden, was ziemlich angenehm ist. Aber Achtung, Einzielzeit höher als Intra-Clip-Reload. Das heißt, wenn ihr Dauerfeuer macht, dann geht euch das Fadenkreuz immer weiter auf. 600 der potenzielle Clip-Damage und damit kann man auf Tier 6 durchaus schon was anfangen. Wenn man also ein bisschen mit den Mediums mitrollt, guckt, dass man sein Clip anbringt, wenn der Gegner gerade am Nachladen ist und in den Feuerpausen oder im Clip-Reload dann einfach das Team arbeiten lässt. Das ist so, das ist die Standardtaktik für einen Autoloader. Dann kann der schon ziemlich gut funktionieren. Mobilitätstechnisch ist es so ein bisschen wie beim Chinookai. Nicht ganz so schlimm, aber ja, für ein Medium. Es ist auf jeden Fall kein Cromwell. Ja, das könnt ihr euch komplett abschminken. 45 Kilometer Topspeed, 20 rückwärts, Leistungsgewicht von 13,28 PS pro Tonne. Hier sehen wir übrigens gerade das Problem der Kanone. Also ja, sie trifft schon auf große Distanz, aber wie gesagt, auch mit diesem Intra-Clip-Reload und der Einzielzeit ist es halt schwierig. Also ihr seht schon, mobilitätstechnisch nicht wirklich sehr spritzig, sage ich mal. Und auch die Gun Depression von gerade mal 6 Grad in der Front und Gun Elevation auch nur 12 Grad machen ihn schon problematisch. Also Gun Elevation, er hat halt diesen Wiegeturm, den wir auch von den Franzosen kennen. Und das ist halt immer problematisch, auch für die Gun Elevation. Man kann da zwar eine gute Gun Depression rausholen, aber auch die Gun Elevation ist das Problem, weil einfach der Turm hinten nicht weiter runterkommt, weil dann die Wanne im Weg ist. Und dann bekommt er halt auch die Kanone nicht sehr weit nach oben. Das kann also durchaus zu einem Problem werden. 780 Hitpoints hat er.
350 Meter ist die Sichtweite. Und jetzt haben wir mal, oder ich habe mal noch eine kleine Vergleichstabelle gemacht. Habe einerseits den Skoda T25 draufgepackt, was ja auch ein Autoloader Medium auf in Tier 6 ist, allerdings nur mit 3 Granaten im Clip. Und auch den 12-Tonner, auch wenn das ein Light ist. Ja, aber einfach mal so ein bisschen zum Vergleich. Ansonsten Cromwell, den normalen Schweden, Stritzwagen 74, VK30, Firefly, Easy 8. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Auswahl. Da sehen wir, die DPM rangiert sehr im unteren Bereich. Also nur der 12-Tonner ist eigentlich in der Vergleichstabelle noch schwächer. Und das müssen wir aber halt ein bisschen ausklammern, weil das ist halt ein Light. Den muss man generell ein bisschen anders betrachten. Bei den Durchschlagswerten ist er tatsächlich relativ gut. Natürlich Firefly mit 171 Durchschlagsleistung auf der Standardmunition. Der sticht da ein bisschen hervor. Aber im Vergleich zu den anderen Panzern ist er minimal besser oder eben gleichwertig. Also die Durchschlagsleistung von 148 auf der Standardmunition, das ist so ein typischer Medium-Durchschlag. Der Skoda T25 zum Beispiel, der hat nur 132. Den muss man häufiger doch mal mit einer Premium spielen. Was hier bei dem eigentlich nicht notwendig ist, obwohl ich das jetzt gegen den T150 gemacht habe, ja, der ist halt hart, ne? Also gerade wenn der winkelt, dann kriegen wir auch mit den 148 so unsere Probleme. Alpha ist er auch relativ gut. Es ist natürlich jetzt kein... Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt hier 500 Alpha hat und die anderen haben nur 300 Alpha. Also wir reden hier eher so von 20, 30 Punkten Unterschied vielleicht. Aber das kann am Ende auch schon mal wichtig sein. Und da ist er auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Einzielzeit ist er eher im schwächeren Mittelfeld, sage ich mal, angesiedelt. Genauigkeit der Kanone tendenziell eher im besseren Mittelfeld. Was die Topspeed angeht, wie gesagt, 45, da gibt es einige Mediums auf der Tierstufe, die da besser sind. Nur der Firefly ist da deutlich schlechter. Rückwärts 20 ist Standard, würde ich sagen. Leistungsgewicht haben wir ja auch schon gesagt, eher schwach. Da ist er in der Tabelle wirklich der Letzte. Nur der Firefly ist nur minimal besser. Alle anderen sind deutlich besser als er. Panzerung, es ist ein Medium auf Tier 6. Da können die alle nicht viel bieten. Aber natürlich, wie gesagt, gegen den KV-2 zum Beispiel oder auch gegen eine fiese Arti muss man aufpassen. Sichtweite 350 Meter ist er tatsächlich relativ schlecht, ja. Da sind einige Mediums auf Tier 6 unterwegs, die sogar 20 Meter mehr haben. So, hier jetzt der unüberlegte Push. Da wären wir zu gierig. Ich will zu viel. Alle anderen, nicht nur ich, sondern auch alle anderen, schießen hier mit Gold auf mich. Und dann gehen wir am Ende kurz vor Schluss der Runde hier raus. Trotzdem haben wir hier uns ein paar nette Schadenspunkte ersnipert. Das Fazit nun am Ende. Welchen Panzer sollt ihr wählen? Meine Präferenz ist ja Platz 3 Chinookai, Platz 2 T14, Platz 1 ist der Stritzwagen hier. Am Ende müsst ihr aber, wenn ihr das schaffen sollt, euch die Tierstufe 5 quasi von diesen Tank Rewards zu erspielen, ihr müsst selber schauen, was ihr lieber spielt. Na, seid ihr eher der Medium-Typ? Seid ihr eher der Heavy-Typ? Wollt ihr eher was... Ein Panzer, der alles und nichts kann, ne? Chinookai. Wollt ihr einen Panzer haben, der durchaus ein bisschen Panzerung hat, ne? T14 und angepasstes Matchmaking, das kann schon mal ganz lustig sein. Kann, sage ich extra. Oder wollt ihr halt, ich will sagen, wirklich ein bisschen was Ungewöhnliches haben, dann seid ihr, glaube ich, mit dem Stritzwagen hier ganz gut bedient. Noch ein kleiner Zwischenschub oder Nachtrag, bevor wir uns die Auswertung anschauen, und zwar zur Mannschaft. Das hatte ich jetzt, glaube ich, im eigentlichen Video nicht gesagt. Der Stritzwagen, der Sechser hier, wir gucken mal kurz rein, er hat eine ganz komisches Crew-Layout. Also ihr seht schon, der Kommandant ist Funker und Ladeschütze, plus dass der Richtschütze auch Ladeschütze ist. Also wie der Kommandant alle die drei Sachen gleichzeitig machen kann, keine Ahnung. Und er hat einen Fahrer. Als der Stritzwagen damals rausgekommen ist, gab es die Medium-Reihe im High-Tier-Bereich bei den Schweden noch nicht. Damit war dieses Crew-Layout völlig wertlos, weil man konnte im Grunde nicht wirklich irgendeine Medium-Crew bei den Schweden leveln. Das hat sich aber geändert, seitdem die High-Tier-Mediums bei den Schweden raus sind. Und zwar der UDES 15-16, der UDES 16 und der UDES 14 Alt 5. Auf Tier 7, wie gesagt, haben wir nur den Leo. Da passt das Layout nicht. Aber ihr seht schon, beim 8er passt das Layout.
Beim 9er passt das Layout und auch beim 10er passt dieses Crew-Layout. Also dafür, für die High-Tier-Medium-Schweden, ist der tatsächlich sogar zum Mannschaftsleveln geeignet. So viel noch als Nachtrag und jetzt geht's direkt zur Auswertung. Hier am Ende die Auswertung. Überrascht jetzt nicht, dass das nur eine zweite Klasse war. Ich habe ja schon gesagt, viel gesnipert und gibt noch ein Großkaliber. Wir machen hier insgesamt 2897 Schadenspunkte. Das ist für Tier 6 sehr, sehr viel. Zwei Kills und trotzdem nur 772 Erfahrungspunkte. Woran liegt das? Nun, einerseits haben wir nicht gegen 7er oder 8er gekämpft. Das war ein Battle nur gegen 6er. Das heißt, wir kriegen jetzt keine extra Boni, wenn wir Schaden auf Fahrzeuge, die über uns liegen, machen, weil einfach keine da sind. Und ihr seht es hier, über 2100 Schadenspunkte, über 300 Meter. Und ja, damit haben wir uns den allermeisten Schaden einfach nicht selber gespottet und dementsprechend gibt es auch weniger XP. Das mündet auch darin, dass wir hier Minus machen. Wir haben auch ein bisschen APCR geschossen. 98 Spotting. Also insgesamt die Runde zwar viel Damage, aber ja, die Arbeit haben im Grunde andere für uns gemacht. Wenn ihr alle Infos zu den Tank Rewards nochmal haben wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die Seite von Wargaming zu den Tank Rewards. Dort ist alles aufgelistet, welche Aufträge es in-game gibt, wie viel Marken ihr für jede Stufe sammeln müsst, was es für Belohnungen für die Aufträge und für die einzelnen Stufen gibt und wie gesagt, was ihr euch auf den einzelnen Stufen als Belohnung auswählen könnt. Denn es geht nämlich nicht nur um die letzte Stufe, wo man sich halt entweder einer von den drei Panzern oder halt 7 Tage Premium-Spielzeit aussuchen kann. Es gibt davor halt auch Stufe 1, 2, 3 und 4, wo man auch immer die Auswahl hat zwischen Boostern und was weiß ich nicht, was es da alles gibt, wenn man die erreicht. Also schaut da ruhig mal rein, das lohnt sich, auch wenn man jetzt vielleicht es nicht schafft, sich bis zu den Tier 5 Stufe, also bis zu den Belohnungspanzern vorzuspielen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr von mir zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer, namentlich genannt Thomas, Irendal, Xynam, Parsival, Ködö und Kulle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.